Randa. Lass mal Randa, denn sie will ja. Oh. 92. Ah, oh Mann. 92. So, aber... Motoren haben wir alle. Angeln haben wir bis auf die alle. Wir können Körbe kaufen. Oder Netze. Netze wären eigentlich auch geil. Küstennähe ozeanisch. Küstennähe Flachwasser. Vulkanisch Küstennähe. Mangroven Flachwasser. Scheiße. Ja, man denkt irgendwie, dass das so das Beste ist. Irgendwie, was das Letzte ist. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt hier noch irgendwelche Forschungsteile bekommen und ich schalte einfach alle frei. Ich schalte einfach alle frei. Was soll's? Ist zu albern. So, dann lass uns mal ganz kurz zu dem alten Hauding. Oh, seltsamer. Ist das ist doch der Mindflayer da drüben, oder was? So, nicht bewegen, er ist jetzt. Okay. Abgetaucht. So, gut. Dann habe ich jetzt alle Teile, mein Freund. So. Ich habe Teile des Mörsers gefunden. Das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind dir die Lagunen und die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit den neuen Mörsern den Chaos machen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf deiner Karte. Verstanden? Wie locken wir die Geistfresser an die Fallen? Sie werden von ganz speziellen Ködern angelockt. Einmal mehr wird uns deine Expertise als Fischer von Nutzen sein. Hast du alles? Ist es sicher? Ich glaube nicht, dass es sicher ist. Ich verstehe. Wie hast du diese Fallen gebaut? Mit Geduld. Diese Kreaturen scheinen auf Bewegung zu reagieren, also erstarre ich, wenn ich immer eines dieser in meine Nähe kam. Ich verstehe. Wir müssen drei spezielle Köder auf verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Lass uns den Köder für den ersten besprechen. Für... okay, alles klar, ihr braucht jetzt Fische. Okay, war ja eigentlich fast schon vorhersehbar. Für diesen Köder benötige ich drei Fische aus der Gegend. Wenigstens aus der Gegend, immerhin. No! Okay, alles klar. Ich habe noch nicht genug Fische für diese Köder bekommen, alles klar. Wir können uns tatsächlich die anderen auch nochmal anschauen. Ah, okay. Okay, okay. Die sind hier direkt bei uns in der Nähe. Und der letzte... Das sind die Aale. Die sind direkt vor uns hier. Wenn es Nacht noch ist. Wo soll ich die Köder platzieren? Nein, der Fallen, die ich in den Lagunen aufgebaut habe. Sie sind auf deiner Karte markiert. Ja, klar. Okay, alles klar. Gut, dankeschön. Denn das wäre vorerst alles. Wozu brauchst du die Erkennungsmarke? Was soll ich jetzt tun? Lass uns über die Bestockung der Fallen sprechen. Nee, kann ich ja nicht, weil wir haben keine Fische. So, ablegen. Und dann hier vorne mal schnell ran. Hier wartet der Aal. So, Nummer 1. Nummer 2. Er wollte jetzt nur 2 haben, ne? Das waren jetzt keine 3. Deswegen zurück. Na. So, dann könnten wir schon mal den ersten Köder quasi herstellen. So, der dritte war's. Super. Das sollte klappen. Ich mische die einfach hier drin. Bestück damit die Fallen und suche dann das zweite.
Wenn die Fallen zuschnappen, dann feuere ich mit dem Mörser drauf. Und bringe auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das Ding wirklich tot ist, klar? Prüfender Köder, übel riechende Mixtur aus Fisch und noch etwas anderem. Der Flieger sagt, das soll die Biester im Windstreng anlocken. Ich muss vorsichtig sein, alles klar? Okay. Das war vorerst alles. Das ist jetzt aber tricky, sag mal. Also von dem ersten Köder habe ich tatsächlich das eine Vieh noch nicht gesehen. Nur nochmal hier um die Ecke war, glaube ich, hier dieser fette Barsch. Hier. Der genau jetzt weg ist. Danke. Michel. Hey. Ah, na bitte, läuft doch. Okay, dafür brauchen wir ein schönes Ding. Wunderbar, ne? Warte mal, vielleicht kommen wir mal lieber einen zweiten. Wer weiß, was mir hier an Bord hüpft. Und dann kann ich den Scheiß nicht nehmen. Also die Mangroven sind sehr aktiv, wie ich so höre. So, dann schauen wir mal hier außen nochmal. So, den brauchten wir. So, sehr schön. Nehmen wir mal auch zwei mit. Ja, das mit dem Barsch ist jetzt natürlich ärgerlich. Vielleicht ist hier noch... Ach, gib mal, hier ist auch so ein... Bisher haben wir das sehen, so ein Hecht oder was? So, die bringen wir mal erstmal zu ihm. Was wir haben, haben wir. Mal hier vorne schauen wir nochmal kurz. Großer Fischer. Der war auch mit bei, ne? So, und da hinten ist noch... Ja, der wird zu klein sein. Ja, so, das ist die Hechte. Okay, dann zurück zu dem alten. Vielleicht kriegen wir schon den zweiten Köder zusammen. So, lass uns mal über den ersten sprechen. Ja, wunderbar. Das sollte klappen. Ich möchte einfach... Okay, bestücke die Pfeile mit. Haben wir schon. Okay. Okay, wir haben Bottich Nummer 1 und Bottich Nummer 3. Lass uns über den zweiten sprechen. Ah, nee. Brauchen wir auch nur so eine kleine... So ein Popelfisch und dann nochmal so ein Barsch. Der Barsch ist halt scheiße, dass er nicht da ist. Ärgerlich. Aber kriegen wir trotzdem hin. Sind das Barsche nachtaktive Tiere? Also kennen so mit Angel kennt mir eigentlich auch nie aus. Nur als kleiner Bub. Ja, da hat man da so eine Stippe ins Wasser gehalten und hat nochmal gefreut, wenn er irgendwann die Bissen hat, aber. So wie andere dann irgendwie total exzessiv. Unterwegs waren und sagten, hey, jetzt hier, komm, musst du mal jetzt hier die Rolle, die Route brauchst du. Mit dem Sehensatz und, ach, was weiß ich, alle zusammen. Ach, jetzt bin ich wieder vorne mit mir. Nee, das ist tatsächlich eine andere Bucht. Interessant. Auch nicht. Jetzt hier mal einfach mal ins Doof. Ja, der große Käfig hängt über dem Wasser, darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Bestücke die Falle mit einem Köder. Haben wir? Bestücke die Falle mit einem Köder, du solltest dich jetzt in Sicherheit bringen. Ah! Ja, denn verpiss... Ah! So, na dann gönn dir, Alter. Jawoll! Yummy! Fire in the hole! Boom! Nice! Das war Falle Nummer 1. So, und jetzt gibt's hier einen Beweis, oder was?
Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Alter, sechs Felder? Der Flieger wird einen Beweis dafür erwarten, dass du Erfolg hattest. Boah, Sechse? Sechse ist auch unverhältnismäßig. Aber gut, was soll's. Der Rest des Kadavers versinkt. Bleh. Ekelig. Ekelig. Einfach mal schön beim Autoscooter verkackt hier, Alter. Und das war unser Abyssalangel. Das ist ja wunderbar, Alter. Das ist ja richtig geil. Gut, vielleicht sollte ich mal ganz kurz raus irgendwie und kurz mal zur fahrenden Händlerin. Nee, geht nicht. Aber den will ich nicht haben. Ich will die Mutanten haben. Den will ich haben. Oh. So, warte mal. Jetzt ist doch hier. Jetzt ist doch wieder Nacht. Jetzt sind da eigentlich wieder die Barsche wieder aktiv, wa? Nee, warte mal. Ich mach jetzt erstmal mal zurück. Ich repariere erstmal kurz die Karre. Also schnell ist er. Bleibst mal nix, Alter. Schnell ist er. So, das ist der Händler. Spüre den Wind in deinem Haar, ja. Ist nicht viel. Ist nicht viel. So, 0:33 Uhr haben wir. Und einmal bitte verkaufen. Quatsch, reparieren, bitte. Ja, und ansonsten können wir jetzt erstmal nicht viel, glaube ich, bei ihr machen, ne? Können wir nochmal schauen. Na komm. Gönnen wir uns. Das Gute ist, dass man bei ihr wenigstens auch noch irgendwie einen Sprengsatz kaufen kann. So, wir haben das Netz, große Schleppnetz. Und dann machen wir das dann. So, okay. So, davon brauche ich tatsächlich welche. Ach, aber nicht so schön mutierten. Ey, die Geräusche hier im Umfeld, die sind wirklich nicht schön. Nicht schön. So, ich nehme mal lieber noch einen zweiten mit. Man weiß ja nicht. So, und dann warte mal, dann muss ich hier rennen. Ja, die Sicht ist auch schon wieder komplett im Arsch bei ihm hier. Und dann hier vorne müsste der sein. Hooray. Okay. So ist natürlich ungünstig, wenn ihr so ein schnelles Boot hast und hier durch die Mangroven manövrierst, dann bist du schnell mal irgendwie am Arsch. So, ich habe da den Kadaver einer Kreatur, die ich dir zeigen will. Den sollten wir mal sehen. Den wollen wir mal sehen, ja. Du reißt den Flieger in den zerfetzten Fleischklumpen. Er ist nahezu formlos. Doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er nun gehört haben kann. Er stochert mit seinem Messer in den gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, das war mal einer dieser Biester. Wir machen Fortschritte. Aber es gibt noch viel zu tun. So, Bestückung der Fallen bitte.
Und auf geht's. Sollte klappen. Und hiermit habe ich Kotzeimer Nummer 3. Wunderbar. Jetzt kann ich alle Fallen bestücken. Und tatsächlich könnte ich die Mission damit fast schon beenden, ne? Hier. Eins ist da, eins ist, ja genau, eins war hier vorne. Würde tatsächlich erstmal schnell beide Geist- oder hier Mindflayers hier irgendwie töten wollen. Muss man nicht so viel hin und her immer. Bestücke die Falle mit dem Köder und jetzt Verpissung. Ich muss weg. So, da ist er. Hat so ein bisschen was von der Schnecke. Alter. Bams. Ah, so sorry. Kurz mal einen Schluck trinken. Nein, wie ekelhaft. Die im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Wunderbar, nehmen wir mit. Der Rest versinkt. Was war das denn gerade? So, okay, wo müssen wir hin? Wir müssen quasi nach links. So, wunderbar. Was sind für komische Pilze hier? Okay, wahrscheinlich sollten wir da nicht rankommen. Verstehe. Okay, hier vorne in der Bucht. Das ist fette Grollen immer hier. Das ist wirklich, wirklich echt sehr unangenehm. Das Spiel sieht ultra süß aus, ne? Aber hat's in sich. Hat's in sich. Echt jetzt? Boom! Und das war Nummer 3. Damit haben wir alle drei Geistfresser getötet. So, her das Stück. Schmutz. Sind hier eigentlich? Oh, ein Schatz. Oh. Rasante Fahrt hier mit der Dredge. So, ein paar Ohrringe. Okay, alles klar. Nehmen wir. Also hier. Bretter. Endlich mal ein paar Bretter. Ich wollte gerade sagen, hier in einem Mangrovenfenster kommen Bretter. So, hoffentlich jetzt ein paar mehr. Zwei Stück? Ach komm. Mann. So, knauserig hier. Der Wald ist knauserig zu mir. Mist. So, da vorne können wir eventuell noch wegsprengen oder was? Ja, da werden wir. Ah, das ist bestimmt wieder mit dem Metallteil. Das lassen wir natürlich nicht entgehen. Benutzen Sprengladung. Let's do it. Sehr schön. Sieht hier einfach alles schnell aus. So, na komm, wenn wir hier vorne sind, hauen wir das ohne weg. Boom. Hier kommt der Boom. Ready or not. So, was haben wir denn hier? Auch wieder die Kleinen. Wo sind wir überhaupt? Oh, hallo. Was ist denn hier los? Hier war auch was.
Das ist normaler. Die Frage ist auch, ob ich jetzt, wenn jetzt einer kommt, hier überhaupt so einen Mutierten irgendwo unterbringen kann. Boah, das ist gar noch groß. Ja, können wir. Wunderbar, schön. Na dann? Was? Diese Geräusche, Alter, diese Geräusche. So, was gibt das hier? Was? Oh, Mann. Ach, scheiße. Ich kann ihn nicht nehmen. Na egal. Hier wird noch ein Barschämen, aber bringt mir jetzt auch nichts. So, okay, alles klar. Den umdrehen, vorsichtig. In diese Richtung hier irgendwie. Gucken, okay, hier, ja, okay. So. Ah, nein, dann will der Typ ja mitkommen, wa? Der will ja mitkommen jetzt. Ich habe ja keinen Platz. Den muss ich hinlegen wieder. Den muss ich wieder hinlegen. Mal. Läuft's denn so? So, ich habe einen Kadaver. So, ich lasse das falsch fallen. Ja, doch, hat wieder mit sehr besser drin rum. Bleibt nur einer, bringen wir es zu Ende. Und vier. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer an das weiche Fleisch. Er teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallisch glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst ihn. Das ist, du erkennst, dass eine Halskette ist und überzogen mit blutigem Schleim. Nun, Fischersmann, Glück für dich. Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Hier. Warum nimmst du es hier nicht? Geil, und das ist das Artefakt, was wir gesucht haben. Das Relikt. Er tritt von dem Kadaver zurück. Sein Gesichtsausdruck wird melancholisch. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber es ist mir doch irgendwie eine Art Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen. Der Fischer fragt, wie bitte? Kannst du für ein paar Köder herstellen? Ja, das ist von den anderen Ködern übrig geblieben, die wir gemacht haben. Ah, guck mal. Fähigkeiten freigeschaltet. Köder. Wirf einen Köder ins Wasser, um lokale Arten anzulocken. Ich brauche zuerst etwas Fisch. Jede Art kommt in Frage, aber je mehr du mir bringst, desto mehr Köder kann ich machen. Okay. Ja, die kriegst du jetzt natürlich nicht. Ja. Ja, geil. Cool. Also können wir jetzt quasi... Wozu sind die Köder jetzt im Speziellen da? Ein paar Portionen Köder. Damit kann man alle möglichen Arten anlocken. Die werfe ich jetzt hier einfach ins Wasser und dann kommt so was. Das ist cool. Dash cool. Dash einfach cool. So, auf zur Händlerin. Oh, wir haben ihm nur noch nicht eine Erkennungsmarke gebracht, wa? Ich muss doch sagen, wir haben auch lange kein Buch mehr bekommen. Du hast ihm die Marken noch nicht gebracht. Ja, da ist es gerade auch. So, bumm, verkaufen und 81. Na, gut. Okay, vielen Dank. Ab in das Schwimmdeck. So, Verbesserung 1 gekauft. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, das ist, können wir noch unterbringen. Sehr schön. Ja, es ist Holz, was fehlt. Es ist einfach Holz, was fehlt. Das ist blöd. So. Frage ist jetzt nur für mich, wo finde ich überhaupt die Erkennungsmarken?
Oh, wir haben ja noch eine Flasche. Eine Message in the Bottle gefunden. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Ein sehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Oha, okay. Okay. Suche nach Relikten haben wir. Entzünde die Statuen, sammle alle Proben. Gestalt in Blau und Rarität finden. Sind die jetzt immer noch freigeschaltet, die Erkennungsmarken? Ja, ne? Die sind jetzt nicht einfach, weil jetzt, ich sag mal, die seine Hauptquest weg ist. Oh, was haben wir da? Okay. Ein Schatz. An einem Flugzeug. Ist das vielleicht so eine Erkennungsmarke? Es ist so eine Erkennungsmarke. Okay, cool. Yeah, Bretter. Hier ist ein Bretter. Der nächste Ausbau wartet doch auf uns. Jetzt weiß ich aber schon, was mich hier bei der nächsten Nummer halt auf jeden Fall stören wird. Irgendwie, und zwar, dass wir hier halt diese beiden Motorenteile haben, ne? Das ist natürlich alles so Sachen oder alles so Platz, dass der uns nachher so irgendwie im Frachtraum blockiert ist. Aber hast ja auch keine Wahl, ne? Ist ja so, drei Bretter, das dürfte eigentlich übrig sein, ne? Oder? Eins brauche ich noch. So, schauen wir mal weiter um, was wir hier vielleicht noch finden auf der Insel. Oh, ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Oh, ist kaputt! Oh, ey. Mimik, ey. Was für Penner. Was für Penner! Oh, Forschungsteil, schön. Nehme ich auch. Sehr schön. Kann man die eigentlich irgendwie besiegen? Ja, du hast die Wahl, mit 10 Knoten rumzuschippern oder alle anderen Motoren auszubauen. Ja, ach naja, das ist ja kein. Eigentlich ist das ja keine Alternative, ne? Ist schon wieder das scheiß Ding. Ich meine, ich finde es schon wirklich geil, jetzt hier mal ein bisschen Ja sehen zu können, ne? Also, das ist ja schon ordentlich. La, 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 la. Und für 200 bitte. Dankeschön. Ah, cool, nee, es reicht. Sehr schön. Und der neue Rumpf. Der neue Rumpf kann gebaut werden. Aber wir haben natürlich noch nichts. Es geht natürlich an Holz und an Stoff. Woran es uns mal tatsächlich mal nicht fehlt, ist an Metallteile. Aber an allen anderen. So, 4 Bretter, 3 Stoff und ein Metallteil noch. Den Metallteil hat sie ja so, ja. Könnte man das tatsächlich jetzt hier käuflich erwärmen bei der jungen Dame. Yes. Wunderbar. Nehmen wir. So, wir haben keinen. Ich würde mal für 36 nochmal hier eine Sprengladung kaufen. Ach, schade. Zwei kann man nicht. Kaufen wir noch Forschungsteile für 3,15? Ah, nee, kaufen wir nicht, weil wir haben nur noch 4,90. So. Und können hier jetzt nochmal das Metallteil drin machen. Dann haben wir schon mal die wichtigsten Sachen. So, okay. Aber ich mich ja frage, was kriegen wir denn schön für so eine Erkennungsmarke? Und jetzt mal zu ihm bolzen. Buch wäre ja geil.
Wir haben auch lange kein Buch mehr bekommen. So, und zwar Erkennungsmarken. Ich möchte die Erkennungsmarken meiner gefallenen Kameraden in den Baum hinter mir hängen. Für jede Erkennungsmarke, die du mir bringst, bekommst du eine Komponente. Ich wäre bereit. Was ist denn das jetzt hier? Mich verscheißern? Macht er das jetzt nicht mehr oder was? Er hat doch gerade. Ich hab doch ihn da. Nein, hab ich sie. Ich hab sie nicht da. Ich hab sie. Oh, warte mal, stopp mal. Warte mal, ich bin. Nee, Moment mal, Moment mal. Moment mal, mein Lager. Hier ist er. Achso, weil ich sie wahrscheinlich im Lager hatte, ne? Macht das nicht. So, hier Erkennungsmarke. Lass mich mal sehen. Ich danke dir. Ich werde sie an einen Baum hängen. Hier ist deine Belohnung. Oh, okay, wir kriegen Forschungsteile dafür. Cool. Okay, nice. Es gibt Forschungsteile dafür. So, Blick auf die Karte. Okay, hier in den Mangroven haben wir jetzt keinen weiteren Missionspunkt. Finden wir da noch weitere Erkennungsmarken in den Mangroven oder müssen wir tatsächlich die umliegenden Inseln beschiffen? Beschippern. Hey, Junge. Ich brauche nur so viel Holz. Theoretisch habe ich hier auch relativ wenig Bauteile gefunden. Ne, Mangroven. Also eigentlich, glaube ich. Müssten wir uns hier mal umsehen. Sind doch insgesamt 3, glaube ich. Okay. Dann schauen wir mal. Dankeschön, liebe Mangrove. Ja, also mit den Pilzen ist ja hier eine heikle Sache. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Stoff, das ist schon mal sehr cool. Den brauchen wir. Gucken wir mal, wie viel wir rauskriegen. Zwei. Nee. Und jetzt machen wir hier noch ein paar Chancen. Mann. Knapp. So, jetzt sind wir außerhalb der Mangroven, ne? Genau. Ist auch schon wieder Nacht jetzt. Das haben wir hier vorne. Können wir hier anlegen? Ja. Was haben wir denn hier schöne? Ein Lager. Du siehst ein Lager. Ein paar alte Fische hängen an einem Spieß über dem Feuer, das nie entzündet wurde. Am Fuß eines Baumes in der Nähe liegt ein Haufen Stoff. Betrachte den Fisch am Spieß genauer. Verrottete Fische hängen an dem Spieß. Das Feuer darunter war schon vorbereitet. Sieht nach einem überstürzten Ausbruch aus. Was möchtest du tun? Schau dir das Stoffbündel an. Am Boden eines Baumes liegt ein Stoffbündel. Jemand hat hier geschlafen. Der Stoff ist übersät mit Baumrindenstückchen. Im Stamm darüber wurden Symbole geritzt. Es gibt 3 unterschiedliche Symbole. Gruppen. Zieh dir die erste Gruppe an. Unter einer Welle siehst du ein Buchsymbol und eine nach oben weisende Pfeil. Aber alle anderen. Über alle anderen hängt eine Wolke. Es gibt 3 unterschiedliche Gruppen. Die zweite Gruppe. 5 merkwürdige Symbole zielen die Ecken eines Pentagramms. In der Mitte liegt eine menschliche Gestalt. Hä? Auf einer Welle sitzt ein Buchsymbol. Das Buch vom Buch aus weist ein Pfeil nach unten durch die Welle hindurch. What?
Ist Code für irgendwas, was wir später noch brauchen? Okay, wir können auch nichts anderes machen jetzt hier, ne? Ich weiß. Ja, schön. Okay. Würde ja fast sagen gut, aber eigentlich nicht. So, dann wir rennen in die Mangroves. Hier haben wir noch einen Aal. Hier haben wir noch Metallteile. Ach, wenn wir was haben, dann sind Metallteile. Lieber Bretter, wir brauchen Bretter. Okay. Bin fort. Garstige Mangrove. Ja. Hier sieht's so aus wie. Ja, das Wrack eines alten Kampfflugzeugs, liegt tief im Sand vergraben. So ziehst du es näher ran. Sieh hinein. Sehr schön. Abgetragener Goldring nehmen wir auch. Und ein Forschungsteil. Super geil. Mann, Alter. Ach, hier sind Bretter. Du kannst doch gar nichts machen hier. Okay, tatsächlich brauche ich aber die Bretter mehr als alles andere. Nee. Tja, auf was verzichte ich jetzt hier? Ach, Mann. Scheiße. Hauen wir immer Stahl weg, was soll's. So, ja, so ein blöder Scheißhai jetzt hier drin, irgendwie, der ist jetzt natürlich nicht so der Hammer, ey. So, schnell reparieren und dann... Was? Nein! Doch, hier. Was? Nein, doch! Dachte schon, bin falsch, aber... Nee, nicht falsch. Scheiß Barsch einfach mal raushauen können. Egal. Naja, was soll's. So, das kommt alles weg. Das könnte ich eigentlich auch mal erstmal wegpacken kurz. Sehr schön. Und wir können uns jetzt ein Großnetz kaufen. Küsten, Nähe und Ozeanisch. Hält 3 Tage. Ja, die anderen machen wir halt auch, ne? Und dann. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Schwimmdock. Lager. Na, immerhin. So, einmal Stoff, zweimal Holz. Dieser Teller. Dieser hässliche Schmuckteller. Mann. Okay. Wo waren wir denn schon? Hier waren wir auf jeden Fall drinne. Hier waren wir drinne. Hier in dem Bereich waren wir drinne. Und eigentlich hier auch. Den Bereich haben wir uns noch nicht angeguckt.
den hier. Ja, okay, wir könnten nochmal reinschauen. Vorausgesetzt, hier liegt noch irgendwo ein Flugzeug. Oh, das leuchtet. Der Stein erzittert vor dir, im Inneren leuchten unbekannte Symbole auf. Lege deine Hand auf den Stein. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln, das dir bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Ein Parasit bohrt sich in einem riesigen, schlangenartigen Kadaver. Er frisst, wird fett und vermehrt sich. Tentakel sprießen aus seinem Kopf und tasten ihn durch das umgebende Wasser. Der Körper des Wirtes erschaudert widerwillig. Mit einem Schrei, der in den Wäldern widerhallt, erhebt es sich einmal mehr. Okay. Das ist ja mal eine tolle Vision. Das ist ja schau. Wunderbar. So, ja, so können wir wegsprengen. Oh, was ist denn das da? Was schwimmt denn da? Das Schöne drum. Bitte? Alter, hallo, wer bist du denn? Schau mal an, wunderbar. Na, dich haben wir doch gesucht. Den Riesentiger-Salmler. Ja, ein Smaragdring. Ja, geil. Dann würde ich mal sagen, wir machen zur Händlerin raus, bevor mir hier irgendwas darin hüpft. Man weiß ja nie hier. Das ist ein Schmuddel im Wald. Mangroven. Ging ins Bummens. So, wird. Ich hab mich jetzt gerade total verfahren. Ja, hab ich. Wunderbar. Schön. Und da ist noch ein Flugzeug und wahrscheinlich die letzte Erkennungsmarke. 3 gibt es, ja? Hey, Junge. Nice! Stoff, ne, ist ja Bombe, ey. Was ist denn das, Alter? Ah, Cowboy-Stiefel. Der Hammer. Warum ist denn das schon wieder am Arsch? Wovon denn? Hab ich das ja nicht repariert? Nein, hab ich das nicht repariert, ich blöder Arsch? Das gibt's doch ja nicht. Okay, sehr cool, wir haben alles. Wir sind sowieso so halbwegs voll. Ich denke mal, wir fahren jetzt erstmal einfach zur Händlerin zurück. Also für den Aufbau haben wir alles, aber was wir halt noch nicht haben, ist natürlich leider... Schade. Die 1500, die es kostet. Ja. Aber egal, ist nicht so schlimm. Ich hab ja vorhin bei der Händlerin gewesen, hab's nicht repariert, Alter. Das ist für einen Knaller, ey. Mann.